Der Basiswert ist das wichtigste Ausstattungsmerkmal eines Zertifikats und macht das Produkt erst zu dem, was es eigentlich ist. Denn der Wert eines Zertifikats wird wesentlich durch den Wert des Basiswerts bestimmt. Der Deutsche Derivateverband stellt unter anderem Informationen zu Basiswerten selbst, aber auch zu Zertifikaten mit diesem Basiswert zur Verfügung. Der Basiswert des Monats Mai ist der Deutsche Aktienindex. Und dies hier sind die wichtigsten Daten und Fakten zum Stichtag 6. Mai 2011. Der DAX, das bekannteste und bedeutendste deutsche Börsenbarometer, enthält 30 Werte und wurde am 1. Juli 1988 eingeführt. Zuvor, am 31. Dezember 1987, wurde er auf 1000 Indexpunkte normiert. Seitdem ist er um etwa 6.492 Punkte gestiegen und seinen größten Kursanstieg auf Tagesbasis hatte der DAX am 13. Oktober 2008 mit 518,14 Punkten. Den größten Verlust musste er am 21. Januar 2008 mit 523,98 Punkten hinnehmen. Am 16. Juli 2007 hatte der DAX sein Allzeithoch bei 8.105,69 Punkten. Die größte Gewichtung im DAX haben die Aktien der Siemens AG mit einem Anteil von 10,56%, gefolgt von der BASF SE mit 8,87% und der Bayer AG mit 7,38%. Derzeit bieten mehr als 30 Emittenten Zertifikate auf den DAX an. Durch die große Vielfalt von Ausstattungsmerkmalen können Privatanleger mit verschiedenen Markterwartungen und Risikoneigungen aus rund 77.670 Zertifikaten und davon etwa 35.800 Anlagezertifikaten und etwa 41.870 Hebelprodukten das passende Produkt wählen. Der DAX ist damit die Nummer 1 unter den Basiswerten von Zertifikaten. Bei diesen Informationen handelt es sich weder um eine Empfehlung noch um eine Meinung des Deutschen Derivateverbandes, welcher Basiswert sich besonders gut entwickeln könnte. Es geht lediglich um ganz allgemeine Informationen zu einem bestimmten Basiswert, der in Deutschland unter den Käufern von Zertifikaten beliebt ist.